Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen bei Akiba's Trip. Oder Akiba Strip? Oder Akiba's Trip? Eins von beiden. Auf jeden Fall ein Spiel, das ich mir jetzt vorgenommen habe, aufzunehmen. Es geht anscheinend darum, dass wir Vampire jagen und um sie zu besiegen, müssen wir im Kampf ihnen die Klamotten vom Körper reißen, damit sie vom Sonnenlicht gebrutzelt werden. Klingt doch Spaß. Ja, auf jetzt! Und nachdem ich ja in letzter Zeit immer so viel Bierernstes gespielt habe, dachte ich mir jetzt mal, spiele ich mal sowas. Was soll schon schief gehen? Ich drücke mal Start. Wir fangen ein neues Spiel an. Und ich würde mich jetzt als Gamer bezeichnen. Ja. Okay, wir sind Nanashi. Kann ich das... Hey, das kann ich umändern. Ich möchte so heißen wie immer. Ich bin so kreativ, was das angeht, denn ich nenne mich Zisse. Nein, natürlich nicht. Taco. Das ist voll unkreativ eigentlich. Ich könnte ja was dazu schreiben. Taco. Mit stummen Haar. Nein, ich lasse Taco. Okay. Das heißt, das wäre mal gemacht. So. Juhu. Ja, danke, dass ich da was auswählen kann. Waffe habe ich gar keine. Mütze habe ich gar keine. Ich könnte den Typen jetzt ausziehen. Da. Ganz schön schmächtig. Da ziehe ich wieder an. Du erkältest dich sonst noch. Hose. Okay, viel Auswahl habe ich jetzt im Moment nicht. Hübsche Boxershot, Junge. Ich könnte auch eine Frau spielen, das möchte ich aber gar nicht. Oder doch? Nee, ich spiele jetzt einen Kerl. Setup complete. Kann ich da noch irgendwelche Stats ändern? Ich habe 10 Attack, 10 Defense. Duration, okay. Ich glaube, da kann ich dabei noch gar nichts machen. Change Character, Moment. Ach, okay, man kann sie auch spielen. Kleine Schwester. Nee, da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Oder Shizuku. Die hatten wir ja alle im Intro gerade gesehen. Wen gibt's da noch? Die? Soll ich doch eine Frau spielen? Ich glaube, ich spiele doch eine Frau. Ich weiß nicht, das fände ich gerade irgendwie interessanter. Vor allem, was die Prämisse des Spiels angeht. Die sieht ja finster rein. Hey, ich bin Business Lady und wie die Brüste sich bewegen. Voll realistisch. Okay, das sind wir wieder bei ihm angelangt. Nee, ich spiele eine Frau. Und zwar... Die kommt mir irgendwie zu unschuldig vor. Die wäre interessant. Mit ihrem bösen Schirm mit der Blume drauf. Tödlich. Und die sieht so aus, als wenn sie ein bisschen psycho wäre. Ich glaube, ich werde die spielen. Rin Tokikaze. Falsche Taste. Ach, ich kann die gar nicht umbenennen. Das heißt, die muss Rin Tokikaze heißen. Okay. Die hat doch schon eine Waffe. Omega Sanctum. Imperial. Okay. Ich mag grün. Grün gefällt mich. Ich lasse das jetzt mal.
Schuhe in Socken? Soll ich so... Nee, ich ziehe schon Schuhe an. Die hier, oder... Da macht jetzt nicht wirklich viel Unterschied. Hat sie auch... Oh, okay. Schwarz oder weiß? Ich lasse schwarz, das hat mehr was von weniger unschuldig, sagen wir mal so. Und die ist bestimmt nicht unschuldig, die schaut schon so drein. Ja, ich lasse das mal so, das heißt, wie sage ich dem Spiel jetzt, dass ich gerne anfangen möchte? Da unten wahrscheinlich. Okay. Da steht jetzt, dass alles gut wird. Akibara, kurz Akiba. Diese Stadt hat alles gesehen. Von Japans Nachkriegsaufbauzeit über die ökonomische Luftblasenkrise aus den 80ern bis hin zu allem, was halt so böse ist. Mann, ist das schnell, ich kann das jetzt gar nicht übersetzen. Blablabla, Japanese Society. Es tut mir leid, aber ich werde das jetzt nicht übersetzen können. Das läuft so schnell und in meinem Kopf geht es doch ein bisschen langsamer dahin. Leute, die Otakus zum Sport jagen. Habe ich gerade gelesen. Irgendwas mit Fanservice. Und irgendeine Hackergruppe. Und über böse Monster, die irgendwo im Dunkeln lauern, in den Seitenstraßen. Es ist alles absurd. Es macht keinen Sinn. Und jetzt? Ich weiß nicht, irgendein Teil von mir hat das Gefühl, dass da was dran sein könnte. Der neue Wasserkühler, was redest du da? Okay, alles klar. Okay, also offensichtlich sind wir irgendwie nach Gerüchten aus. Wir sind so Psycho. Ich mag das. Ach, doch, Taco? Wie? Ich dachte, ich hätte... Was? Es ist schon am Morgen. Lass mich schlafen, nur noch ein bisschen. Ich hab doch gar nicht Taco, ich hab doch eigentlich sie gemacht. Oder kann ich jetzt beide spielen? Well, well. Seems you finally come around. Ja. Was? Oh, hi. I believe congratulations are in order. Danke. You've officially passed the compatibility exam and are now ready to begin your life anew. Das ist schön, aber was habe ich getan? As a synthester. Ein was bitte? Ja, genau. Oh. Sag doch was, Taco. Irgendwas. Ich bin an diesen Tisch festgemacht. Ja, das stimmt, das sehe ich auch. Wie komme ich hierher? Ich war doch bei dem Jobinterview, also bei dem Bewerbungsgespräch für einen Teilzeitjob. Und irgendwas mit Rare Figureness. Was weiß ich was. Jetzt befreie dich. Aber was ist nach dem Interview passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Now, now. Try to stay calm. Ganz bestimmt nicht. You did sign the contract, didn't you? Ja, aber ich habe ihn nicht gelesen, verdammt. Ja, ich glaube schon, dass ich irgendwas unterschrieben habe. Let's have a look at it, shall we? Pertaining to the experiments in business affairs of the organization, the signee. Das muss aber sehr klein gedruckt gewesen sein. Ah, that's you. Does hereby agree to faithfully and willfully cooperate and participate in all assigned activities without objection. Aber es war doch nie von dem Knebelvertrag die Rede. As compensation, the organization agrees to remit rare and valuable character goods, figurines and books per the signee's wishes. Okay. Really, they're rather shady terms. It's a wonder you'd ever endorse such a document. Entschuldigung, ich bin sehr leichtgläubig. Ich dachte, es ist ein Standard-Job-Vertrag. Was sind eigentlich Figurines? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es auf jeden Fall haben, kann ich sagen. Ist das Bezahlung? Keine Ahnung. Niemand liest das Kleingedruckte. Das sollte man doch tun. Aber er hat recht. Ich sag das jetzt einfach mal. That is true enough, I suppose. Ja. Either way,
Fortune has smiled upon you today, as you are the only one for whom this experiment succeeded. Und was ist mit den anderen passiert? You, more than any other, overflow with desire. Your attachment to physical objects is stronger than I've ever seen before. Was redest du da? The others simply couldn't measure up. They were failures and were thus asked to leave. Und zwar in den Tod. There to exist as the hunted, you see. Okay. Die Gejagten? Worüber redest du da eigentlich? Jetzt gib mir endlich dieses Zeug, das ich nicht übersetzen kann. Ich sag das jetzt, ich will wissen, was es ist. No need to look so concerned. Perhaps I should tell you a bit more about the Synthesters. Könntest du mich dabei bitte entfesseln? Das wäre irgendwie nett. Synthesters are chosen beings. Superhumans who exceed ordinary humans in terms of motor reflexes and raw strength alike. Okay, das klingt ja gar nicht so schlecht. To fulfill their own desires, they exert a truly unfathomable power. One could even say their potential is downright infinite. Wo ist der Haken? There is a catch, oh, however. Okay. They have a certain weakness to the light of the sun. It's their Achilles heel. Also, du redest von Vampiren. Alles klar. You could almost think of them as man-made vampires, though without the unfortunate thirst for blood, of course. Okay. Das heißt, die sind eigentlich nur blass. Was? Vampir? Ich bin kein Mensch mehr? Everyone else in the room has undergone this same metamorphosis into a chosen being. They are the same as you. Sind wir jetzt alle verwandt? Was hast du vor mit uns? Was ist dein Ziel wahrscheinlich? Ich sag das jetzt trotzdem nochmal. You came for a job, no? Well, that's all I want from you. I need some part-time help, and you newly born Synthesters are just the ones to provide it. Okay. Hilfe? Oh, it's nothing like what you're thinking, I'm sure. It's a simple job. Something anyone can do, really. Fahrradfahren? Ich kann nämlich nicht Fahrradfahren. You're to attack the people wandering the streets of Akiba and absorb their life energy. Ach so, okay, das heißt, ich bin Straßenkünstler? Don't worry, it won't kill them. I simply wish to borrow that which gives them the will to carry on from day to day. Ah, ja. Simply drain their life energy and bring it back to us, and your job will be complete. Wie viel Urlaubsanspruch habe ich? And of course, you will be handsomely rewarded for your efforts. As much as you'd like will be yours for the taking. Okay, das klingt doch eigentlich wirklich nicht schlecht. Jemand sagte mir, dass ich Leute angreifen soll. Sorry, aber ich kann da nicht mitmachen. Keine Figureness? Ich denke mal echt, das ist irgendwas wie Bezahlung oder Vorschuss oder sowas. Dann gute Nacht, Sir, wenn ich das nicht bekomme. You're as foolish as you look, it would seem. A pity, really. Hey, ich habe nur Ansprüche, das ist alles. Well, the choice is yours. Just know this. Defective goods must be destroyed. Ah ja. Master Zenya, we have a situation. I don't like the sound of that. What's wrong? There's an intruder in the building right now. An intruder? What happened to the guards? Oh. Ach, da ist eine von denen. Can you move? Yeah, wer bist du? Ich bin etwas benommen. Wer bist du? Follow me. We're getting out of here. Subdue the intruder! Now! Yes, my master! Okay. Es sieht nicht so aus, als wenn wir hier leicht wegkommen. Wir müssen uns hier verteidigen und müssen sie bekämpfen. Okay. Okay, sie macht eine Öffnung zum Entkommen und ich soll sie in der Zwischenzeit aufhalten.
Okay, ah, alles klar. Ha, ha, ha. Aua, au. Aua. Ich bin so schlecht. Ah, gut zu wissen, danke. Okay. Au. Das war jetzt ganz schlecht. Ich versuch's noch. Das ist gerade voll peinlich, dass ich nicht hinbekomme. Okay, ich hab's geschafft, aber ich weiß nicht wie. Das war sehr gut. Vielen Dank. Und jetzt? Now is our best chance. Move. Wohin? Damn! How dare you like this? Do you truly expect me to let you escape so easily? Ich hätte es gehofft. Oh, verdammt. You shielded me? Ich bin ein Held. Are you all right? Ich denke schon. Bist du's? Ich kann noch nicht sterben. Ich habe so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ich mach mal einen auf dramatisch. Men, surround them. Whatever you do, don't let them escape. Yes, my master. I'm going for it. Okay. Stay close behind me. Alles klar. I think we lost them. Ach, wie sind wir jetzt eigentlich entkommen? Are you all right? Can you still walk? Mhm. You're injured. This is from when you shielded me, isn't it? Vermutlich. You still seem to be in full control, but it won't be long. Oh, oh. Until that's not the case. Very well, if I have no choice. Hm? Was hat sie vor? I'm going to share some of my blood with you. Aber ich dachte, die trinken kein Blut. This will most likely save you, but... It may bring you even greater suffering in the days to come. Okay. If you think you're willing to take that chance, then please, drink my blood. Aber ich weiß doch noch nicht mal deinen Namen. Dein Blut trinken wirklich? Sie blutet aus der Lippe. Mund zu Mund? Yeah! Ich sag das mal. You can't speak, can you? I won't waste any more time explaining then. Okay. This blood will lead you down a difficult road, I fear. But in the end, your fate is your own to shape. Okay. I, Shizuku Tokikaze, do hereby decree that this man, whose blood will soon resonate with my own, be welcomed among us. Yum, yum. It seems to have taken. And thankfully, your wounds are now healed. Oh, echt? Das geht so schnell? Wer bist du? Hat's doch gerade gesagt. Wer genau bist du? Wie heißt du? Ich frag mal das hier. My name is Shizuku Tokikaze. What is yours? Ich bin Taco. Mein Name ist Taco. Nenn mich Taco. Ich sag das hier. It's nice to meet you. Danke. I'm sure you've heard the rumors, haven't you? That monsters have been attacking people on the streets of this town. Mm-hmm. I am a hunter. It is my duty to slay these monsters. These Synthesters. Synthesters? Aber ich bin ja selbst so einer. Heißt das, du wirst mich auch jagen? Typically, those who are transformed into Synthesters lose all sense of reason. They blindly, violently pursue all that they desire. Fortunately, you managed to avoid being swallowed up by your own material lust. Das ist reine Selbstbeherrschung. As far as I can determine, you still seem to be fully capable of rational thought. Oder ich war das noch nie, das könnte auch sein. Though I suppose that's because of the blood contract. You're something more than a Synthester now. Okay. No, never mind. Nein, was denn? Your wounds may have healed, but you're still weak. And... You're still extremely vulnerable to sunlight.
During the daytime, you'll need to take care not to expose any of your skin below the neck. Otherwise, your body may dissolve. Okay. So, ich bin jetzt echt ein selbstgemachter Vampir, was? Ich bin bereits antisozial, also ist es nicht wirklich schlimm. Das heißt, ich kann keine Photosynthese mehr betreiben. Ich sag das mal. Hm? Bist du jetzt etwa verwirrt? It may take some time for your body to heal. I'd suggest we rest here for the night. Okay, ist das ein Angebot, Lady? I don't think they'll find us here anytime soon. Klingt nach einem Plan. Ja, eine Übernachtungsparty. Nur wir beide? Oh Mann, ich wünschte, ich hätte mein Kissen und ein Futon, also ein Sofa im Prinzip, sowas in Richtung. Ich sag das mal. Try your best to relax. You should be able to move again come morning. Ach schön, der neue Morgen. Morgen. Ich habe irgendwie erwartet, aufzuwachen und festzustellen, dass das ein Traum war. Aber ich habe kein solches Glück, denke ich. Are you up? Nein, ich tue nur so. I'm sorry to ask this first thing in the morning. But do you know of any safe havens in the area? We won't accomplish anything by wandering aimlessly through the streets after all. I'd prefer someplace quiet where we can regroup. But anywhere is fine, as long as it's secure. Komm doch zu mir. Wie wär's mit den Akiba Freedom Fighters Hauptquartier? Oder zum Mogra, dem Hauptquartier der Freedom Fighters, okay? Ich sag mal das da. Mogra? Ja. Alright then. Will you show me the way? Ich zeig dir sowas von den Weg. Zuerst sollten wir zur Electric Town Ausgang. In der Akihabara Station. Oh, ich habe ein Handy. Dein Smartphone. Während des Spiels kannst du verschiedene Daten dort aufrufen. Was? Blablabla. Irgendwelche Optionen. Ach, alle Infos über die Welt, in der wir uns bewegen. Alles klar. E-Mail. Von Freunden kann ich auch bekommen. Wenn es Spam ist, kann ich fluchen, wenn ich möchte. Okay, was haben wir hier? X-Bay Notification. Ach verdammt, ich habe eine Auktion verloren. Nein! Von einer 1/8 großen Pink Rim Speech Editionsfigur. Mann, kann ich nochmal drauf? Irgendwie, nein, kann ich nicht. Brody Bro 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 Shabado, okay? Bro, wo bist du? Habe ich einen Bruder? Oder eine Schwester? Von Nana. Okay, anscheinend habe ich eine Schwester. Bist du verschwunden? Hey, du kannst nicht verschwinden. Wenn du mit jemandem reden möchtest, ich höre dir gern zu. Von Kati. Und von Kaito, in Großbuchstaben geschrieben. Lebst du? Es sind nur 3 Tage vergangen und deine, Anime-Aufnahmen stapeln sich langsam. Ist alles okay? Ich habe von dir nichts mehr gehört. Ist alles in Ordnung? Wenn etwas los ist, dann werde ich ein Such- und Hilfsteam losschicken. Und wenn du diese Nachricht siehst, antworte so schnell wie möglich. Von Yuto. Und noch irgendjemand ist beunruhigt. Hey, Idiot! Es sind schon 3 Tage vergangen, seit du zurückgeschrieben hast. Wo zum Teufel steckst du? Wenn du nicht heute Nacht nach Hause kommst, werde ich echt wütend sein. Du kriegst 10 Powerbombs von mir, okay? Toku Sagisaka? Kenne ich nicht. Part-time. Ach, das ist die E-Mail mit dem Jobangebot. Von Z. Hallo, Taku. Okay. Wir möchten dich gerne über einen Teilzeitjob informieren. Irgendwo im pharmazeutischen Bezirk. Ja toll, da steht ja drinnen, dass es als Testobjekt für experimentelle Drogen ist. Wer macht bei sowas mit? Neben der Standardbezahlung bekommt man außerdem irgendwelches Zeug von denen. Und ich muss einfach nur bei einem Interview mitmachen und einen Kompatibilitätstest. Also warum kommst du nicht vorbei? Es gibt nichts zu verlieren. Naja, man hat's gesehen. Da ist die Adresse. Okay. Alles klar, was habe ich hier drin noch? Nur die E-Mails? Basic Controls, Enter Combat Mode. Okay, das habe ich schon rausgefunden. Da ist die Karte. Springen. Alles klar.
Okay. Ach so, ich bin ja jetzt angezogen, deswegen tut mir die Sonne nichts. Obwohl der Kopf und die Hände frei sind, aber anscheinend ist es egal. Was? Nein, werde ich nicht machen. Ich werde meine App nicht anschauen. Hallo Schuljunge. Hallo Tourist. Hallo ausländischer Tourist. Seltsam. Ja, Freunde, und wie es weitergeht und was uns hier erwartet? Außer da drüben diese komischen... Warte mal, das muss ich noch ganz schnell machen. Das ist ganz wichtig. Komm schon, stell dich da hin. Schau da durch. Das sieht voll dämlich aus. Ja, bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.